Morgen, Leute! Ja, und wir gehen wieder auf Tour und wir nehmen euch mit. Heute geht's mal auf Fahrradtour. Wohin es geht, verraten wir noch nicht. Wir wissen nämlich selber nicht, ob wir es bis dahin schaffen. Ihr werdet sehen, ihr kommt mit. Ja, und dann sehen wir uns nach dem Intro wieder, wenn wir losstarten. Viel Spaß! Ich hoffe, ja, ihr habt ja gerade nur das Intro gesehen. Jetzt geht's los für uns. Alle angekleidet, Fahrräder gepackt, Hänger hinten dran. Ja. Und los kann's gehen. Und wir verraten immer noch nicht, wohin es geht. Weil wir selber nicht wissen. Ich habe schon gesagt gehabt, wir wissen eigentlich, wohin es geht. Wir wissen nur noch nicht, ob wir da ankommen. Genau. Deswegen verraten wir es noch nicht. Weil sonst würden wir uns selbst einnatzen und wenn wir es dann hinterher doch nicht schaffen. Hab ich euch genannt? Nein. Doch. Ah. Okay. Und los geht's. Da hätten wir da oben lang gemusst. Und wo sind wir lang gefahren?
da unten. Weil wir ja zu trottelig waren, statt da oben lang zu fahren, wie wir uns erfahren haben, mussten wir jetzt hier ab zur Brücke, Hänger abklemmen und die Fahrräder hochtragen, um auf die richtige Tour wiederzukommen. Na, ihr könnt es euch anschauen. Geschafft, es kann weitergehen. Yippie! Wieder grün wird, wa? Und dann geht es weiter. Haha. Auch eine gute Idee, um sich warm zu halten, ne? Kann man das auch an der Ampel machen mit Fahrrad? Ich weiß nicht so genau. E-Bikes. Warte, da ist eine Säule. Einmal vorbeischauen. Ist da auch ein Schokostecker bei? Ich weiß nicht. Schauen wir mal. Na, sieht nicht so aus. Nee, nur für Auto. Scheiße. Kein Strom für euer Fahrrad. Müssen wir weiterfahren.
Ja, Leute. Abbruch, Abbruch. War nicht so geplant. 5 Kilometer vor dem Moviepark. Ich verrate es jetzt. Es war geplant, zum Moviepark zu fahren. Wir hätten es fast geschafft. Bis mein Bruder sein Rad zersemmelt. Ja. Reifen platt. Guckt es euch an. Nichts mehr. Ist er irgendwo reingefahren. Sonst wären wir definitiv zum Moviepark gefahren. Kein Flickzeug, nichts dabei. Ja, jetzt müssen wir erstmal schauen. Aber jetzt gibt es erstmal schön Mittagessen. Ich habe Hunger, Hunger, Hunger. So, da kann man dann auch posten. Survivaling Essen machen. Survival. So, und da bin ich schön im Knoblauchgang. Wie sind das jetzt schon Knoblauch mit rein? Dann gibt's gleich noch lecker Schnitzel. Yam, yam. Mal sehen. Yam, yam. Markus, der Koch im Freien. Zu Hause koche ich selten, draußen mehr. Fan und Fretzert Winnie Koch. Ja. Wie war das im Freizeitpark? Das Essen schmeckt nicht so gut, da macht man es ja selber. Ich glaube, so kann man sich aber nicht im Park reinsetzen und dann kochen. Ich glaube, das ist nicht erlaubt. Musst du mal nachfragen, musst du mal eine E-Mail hinschicken. Darf ich meinen Kocher mitbringen? Mit Gaskartusche. So, im Torvalenz habe ich doch schon mal gesagt, dann nehmen wir eine Mikrowelle mit, da sind nur überall Steckdosen. Ist jetzt brauchen wir auch nicht mal eine Ladestation zu gucken. Ich habe doch noch 100%. Ich brauche eher einen Reifen. Ich noch 50. Ich habe Reifen. 4 Stück an der Zahl. Guten Hunger. Da sind sie am Essen. Ich hoffe, es schmeckt euch. Und ich schaue zu, weil ich mache das Essen. Nein, danach gibt es für mich auch. Da steht schon mein Teller, nur ist nachher kalt. Ich mach meinen Teller rein. Mir ist arschkalt. Das ist aber schon. Ich kann jackern. Kannst du mir die kurz geben? kannst du alles machen. Das war ein Scherz. Warum halte ich nach da mit der Kamera nicht nach da? Da wäre lustiger er hätte gewesen. Er hätte da abstellen können, wenn er den Müll in die Müllhütte getan hätte und nicht auf sich neben sich lagert. Daumen hoch. Lecker Schnitzelchen gibt's jetzt auch noch. Ja, BLF-Schnitzel. Schleichwerbung. Fleisch. Milchstraße. Ja, Leute, gerade schön gefuttert. War schön lecker. Ja. Aber leider können wir ja die Tour, wie wir vorhin schon gesagt haben, nicht weiter fortführen. Jetzt packen wir hier ein bisschen zusammen wieder. Und dann werden wir gleich mit Auto abgeholt. Ja. Melden wir uns dann gleich nochmal. Das musst du hinten annehmen. Das sollte als erstes eigentlich rein, weil das kommt ja dann als letztes. Ja. Das musst du hinten annehmen, Tim. Dann ist es doch ein bisschen schwerer, wenn der Akku drin ist. Ich brauche sowas eigentlich nicht. Ich fange immer auf beim Fahren. Ich habe extra gesagt, Glas, Glas. Und dann nimmt der Christian eine Schraube oder irgendwas. Jetzt gemacht. Kein Anhänger. Ja, ich weiß aber, dass du einen hast. Ja.
Weißt du, hätte, hätte, dann kommt noch eine Fahrradkette. Viel lustiger fand ich die Aussage von Mama. Ihr alle drei Fahrräder dann mitnehmen, die können auch Fahrrad fahren, dann braucht der Papa den Anhänger nicht. Als ob du mein Fahrrad im Mondeo reingekriegt hättest. Ja, vielleicht mit Umklappen und hast du nicht gesehen, aber... Ne, lass dein Papa machen, der macht schon. Stimmt, Papa kann gut drehen. Wolltest du die festziehen, Markus? Wolltest du die festziehen? Jetzt kommt ja noch mein Hänger auch noch da rein. Der könnte sich ja eigentlich gar nicht mehr bewegen. So, oder soll ich helfen? Der Hänger, der extra für solche Touren fertig gemacht wurde. Der Hänger, ab in den Hänger. Ja, Leute, da sind wir von der Fahrradtour zurück. Ich bin gerade das Fahrrad am Machen. Reifen hinten schon raus. Viel abgenommen. Und dann musste ich entdecken, mein Bruder hatte sich so einen Nagel da reingefahren. Ja, da war klar, dass da Feierabend war. Ja, dadurch war dann natürlich die Fahrradtour beendet. Ich will euch jetzt nicht damit aufhalten, wie ich jetzt hier das Fahrrad flicke. In diesem Sinne beende ich dann den Vlog. Mal schauen, vielleicht machen wir sowas nochmal. Vielleicht ja, bereiten wir uns dann noch besser vor, noch einen Zusatzschlauch und so weiter. Aber dann alles unterwegs auseinanderschrauben, naja, ist auch immer viel Arbeit. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall war das, der Ausflug trotzdem richtig lustig und cool. Ja, wenn ihr weiter so welche Videos sehen wollt, das Abonnieren nicht vergessen, die Glocke drücken. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es heißt Fun und Freizeit wie nie, nur für euch unterwegs on Tour. Tschüss!